Hallo und herzlich willkommen bei Komm ins Beet. Ich bin Björn und habe euch bereits die Uniformitätsregel vorgestellt. Im heutigen Teil werden wir über die zweite Mendelsche Regel sprechen und ich werde euch erklären, warum diese Spaltungsregel genannt wird. Bevor ich euch gleich die zweite Mendelsche Regel erkläre, möchte ich vorher noch über zwei Begriffe sprechen, die ich in diesem Video öfter mal verwenden werde. Der erste Begriff nennt sich Phänotyp und beschreibt das äußere Erscheinungsbild eines Organismus, welches durch seine Erbanlagen, aber auch durch Umwelteinflüsse geprägt ist. Um die Erbanlagen näher zu beschreiben, benutzt man den Begriff Genotyp, der sinngemäß die genetische Zusammensetzung beschreibt, die wiederum ein bestimmtes Merkmal prägen. Um euch nun die zweite Mendelsche Regel zu erklären, zeige ich euch nun wieder unser Eisbegonienbeet, mit dem wir schon die Uniformitätsregel und den dominant-rezessiven Erbgang im ersten Teil erklärt haben. Und zwar hatte ich euch dort erklärt, dass durch die Kreuzung zweier reinerbiger Elternlinien eine erste Tochtergeneration entsteht, die heterozygot auf das bezogene Merkmal ist. Kreuzt man nun diese heterozygoten Individuen der F1-Generation untereinander, so entsteht die zweite Tochtergeneration, in der wir wieder Pflanzen mit roten, aber auch mit weißen Blüten finden. Zählen wir nun diese Pflanzen mit weißen und roten Blüten, dann stellen wir fest, dass dreimal mehr rote als weiße Blüten auftreten und der Phänotyp in einem Verhältnis von 1:3 aufspaltet. Aus diesem Grund wird die zweite Mendelsche Regel auch Spaltungsregel genannt, die somit besagt, dass bei der Kreuzung zweier heterozygoter Individuen die betrachteten Merkmale in einem bestimmten Zahlenverhältnis aufspalten und dabei auch wieder die Merkmale beider Eltern auftreten. Nehmen wir jetzt den Genotyp der Pflanzen genauer unter die Lupe, so stellen wir fest, dass die beiden Allele für die weiße bzw. rote Blütenfarbe in der F2-Generation unterschiedlich kombiniert werden können, was wiederum die Aufspaltung erklärt. Kombiniert man zwei weiße Allele miteinander, so haben die Pflanzen wieder die weiße Blütenfarbe, genau wie in der Elternlinie 1. Bei den Pflanzen mit roten Blüten können wir feststellen, dass zwei Teile davon heterozygot sind wie die Pflanzen der ersten Tochtergeneration und ein Teil ist homozygot wie die Elternlinie 2. Zur Erinnerung, da es sich hier um einen dominant-rezessiven Erbgang handelt, bei dem das Allel für die roten Blüten dominant ist, setzt sich dieses Allel bei Mischerbigkeit stets durch und nur rote Blüten werden gebildet. Der Genotyp spaltet somit in einem Verhältnis von 1:2:1 auf. Als nächstes möchte ich euch die Aufspaltungsverhältnisse des intermediären Erbgangs erklären, bei dem die Allele für die pinke und weiße Blütenfarbe jeweils rezessiv sind. Im Fall unserer Schmuckkörbchen entsteht durch die Kreuzung der homozygoten Elternlinien eine uniforme erste Tochtergeneration mit rosa Blüten. Werden die Pflanzen der F1-Generation nunmehr untereinander gekreuzt, so spalten sich die einzelnen Blütenfarben wieder auf. Jeweils ein Teil davon trägt beide Allele für die Ausbildung der weißen bzw. pinken Blüten, wie in den Elternlinien 1 und 2, und zwei Teile der Pflanzen sind mischerbig und bilden rosa Blüten aus. Im Vergleich mit dem dominant-rezessiven Erbgang spaltet somit der Genotyp als auch der Phänotyp im Verhältnis 1:2:1 auf. Bei einer Kreuzung ohne Kenntnisse über die genetische Zusammensetzung der Merkmale kann man also bereits anhand des Aufspaltungsverhältnisses des Phänotyps erkennen, ob das Merkmal dominant rezessiv oder intermediär vererbt wird. Mit dem Wissen über die Mendelschen Regeln der Vererbung von Merkmalen aus dem Jahre 1866 konnte die Pflanzenzucht im 20. Jahrhundert revolutioniert werden und auch heutzutage werden immer noch Pflanzen basierend auf diesen Vererbungsregeln gezüchtet und selektiert, sei es um neue Hybridsorten mit einer besonderen Blütenfarbe zu erschaffen oder um mehrere positive Eigenschaften von verschiedenen Elternlinien miteinander zu kombinieren, so wie das beispielsweise bei der Züchtung der Getreidesorte Triticale geschehen ist, welche zum einen die hohen Erträge des Weizens aufweist und zum anderen geringe Ansprüche an Boden und Klima hat wie der Roggen. Wie genau Triticale entstanden ist, erfahrt ihr in einem weiteren Video zur Entstehung der Getreidesorten.